Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. In der letzten Folge haben wir den Sohn des Kommandanten getötet und ihm den Brief untergeschmuggelt und sollten jetzt eigentlich zurück zu Astrid und ihr Bericht erstatten, oder Gabriella erstmal. Zuvor möchte ich gerne etwas anderes tun, und zwar möchte ich gerne zu Festung Dämmerwacht. Und zwar geben mir die Jungs so richtig auf den Senkel. Ich will die jetzt mal richtig verprügeln, damit die lernen, dass sie mich nie wieder besuchen sollen. Was soll denn das? Die kommen jedes Mal. Oh. So, meine lieben Damen und Herren. Wo sind die Feinde, hä? Wer will hier aufs Maul? Wenn die Dämmerwacht diese Vampire nicht aufhalten kann, wer dann? Kommt schon, ich hab nicht den ganzen Tag. Okay, ihr seid keine Dämmerwächter, deswegen lasse ich euch mal am Leben. Wir werden uns gleich in die Festung schleichen. Und wenn dieser Anführer, der lispelnde Anführer, uns nicht Rede und Antwort stellt, werden wir ihn umbringen. Ganz einfach. Habt ihr jetzt langsam echt keinen Bock mehr auf die Jungs? Können mich jetzt alle am Arsch lecken? Ich werde sie alle umbringen. Wo seid ihr, Schnarchnasen, ne? Spinnennetze? Sieht hier aber nicht belebt aus. Hallo, lebt hier noch irgendjemand? Hä? Wo sind alle hin? Wieso ist das Ding verlassen? Kleinen Moment. Wo ist Aura flüstern da? Lass ja! Oh. Mal gucken, ob sie freundlich sind zu uns. Okay, dann werden wir sie alle einfach töten. Können uns ja ganz kurz verstecken. Dann werden sie gleich alle einzeln töten. Ganz einfach. Also ich dürfte gar nicht mehr sichtbar sein für sie. Ah. Okay. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Okay, dann holen wir unser Schwert raus. Töten sie alle. Das war der erste. Kelan. Ihr könnt nicht wissen, dass ich hier bin. Hier drüben. Okay. Es kann übrigens sehr asozial werden, gegen die zu kämpfen. Weil... Ah, ich bin kein Vampir mehr, ne? Es wird gar nicht mehr so asozial. Warst du nicht der Neuling? Warum starrt ihr nicht endlich? Alter, jetzt auf zuzuschlagen. Was bist... Oh! Du bist der Meister, ja? Du bist der Meister. Irgendwas hittet mich doch. Alter, steck fest. Du darfst nicht mit mir reden, währenddessen wir kämpfen, sonst lache ich. So, komm. Na, das wollen wir doch mal sehen. Was hast du da für eine Zauberkraft, sag mal? Na komm. Ich muss aufpassen, nicht zu sterben. Okay, kleinen Moment. Wir machen ein kleines Päuschen mit Wunden schließen. Nein, nein, nein. Lasst mich in Ruhe. So, jetzt können wir wieder gegeneinander kämpfen. Gar kein Problem. Ich bin hier nicht der Feigling. Nein, das macht man so. Nicht einmal die Götter werden euch gnädig sein. Verpiss dich. Er stirbt nicht. Dreck. Ihr seid ein Niemand.
Na ja, verdammt, jetzt holt er auch noch sein... Was zum Teufel war das jetzt? Wo seid ihr? Ich hör auf zu kämpfen. Hör auch auf zu kämpfen. Wir sind doch alles Freunde. Ah, wir können ihn gar nicht töten. Wir können zwar alle anderen töten, aber ihn nicht. Schade. Aber ich versuche ihn gleich mal zu beklauen. Ihr seid tot! Niemand stellt sich mir in den Weg. Ich komme hier nicht raus. Ich kann mich dir gar nicht in den Weg stellen. So. Als allererstes würde ich mal sagen, verstecken wir uns irgendwo. Und benutzen dafür Lautlosigkeit und Unsichtbarkeit. Ich bin unsichtbar. Du kannst mich nicht sehen. Isran, ja? Dich werden wir noch beklauen, ey. Glaub dran. Lauf! Ja! Da hinten sind noch ein paar Dudes. Der ist alleine. Wir klauen ihm einfach mal seine Axt, dann kann er nichts mehr machen. Pass auf. Zeigt euch! Ach, leck mich doch, wo wusstest du, dass ich hier bin? Okay, die Kombination war gerade scheiße. Aber egal. Wir müssen uns prinzipiell nur irgendwo verstecken, wo er niemals damit rechnen würde. Hier zum Beispiel. Ach, leck mich doch. Verzieh dich. Ja, okay, ich muss mich unsichtbar machen, bevor ich jetzt weiter gegen ihn kämpfe. Oder weglaufe. Ich versuche zu beklauen. Niemand stellt sich mir in den Weg. Okay. Niemals! Ich weiß auch gar nicht, warum er pissig auf mich ist. Ich bin gar kein Vampir mehr, ey. Zeigt euch! Nee, ich darf die Münzen jetzt nicht einsammeln, sonst werde ich sichtbar. Ist wohl verschwunden. Da war doch was. Was willst du jetzt machen unter der Darkstar? Oh, das tut ja sowas von weh. Oh. Guck dir den armen Schwächling an. Hast du gerade der Leiche das Ding abgenommen? Was? Warum? Ja, du klaust Leichen einfach ihre Waffen. Das ist nicht fair. So haben wir dich gewettet, mein Freund. Das war ein schlechtes Versteck. Jetzt müssen wir nochmal seine Waffe klauen, oder was? Zeigt euch! Als ob. Ist wohl verschwunden. Wer ist da? Shit. Okay, er weiß nicht, wo wir sind. Das ist unser Vorteil. Wir schleichen jetzt hier davon. Scheiße, Unsichtbarkeit hält nicht so lange, ne? Dass wir auch von allem und jedem entdeckt werden können. Wieso kann dieser Isra nicht sterben? So ein Bullshit, ey. Wo sind die anderen? Dann will ich wenigstens die anderen töten. Naja, geh du nur hoch. Währenddessen ich deine Schützlinge töten werde. Ob er da oben wohnt. Ich
Du Bran. Du bist ein toter Bran. Jetzt habe ich seine Hunde getötet. Lauf! Ja! Wieso ist das hier überhaupt so leer? Ist der Einzige, der hier lebt, ne? Das würde uns jetzt nicht helfen, dass die Jungs nicht mehr hinter uns her sind, ne? Das hilft uns eigentlich überhaupt gar kein bisschen. Hier ist auch nichts Bedeutendes zu finden, außer ein paar Stahlbolzen, ja toll. Dämmerwachthandschuhe. Ich könnte mich kleiden, als wäre ich ein Dämmerwachtler. Aber ich glaube, das würde mir nichts bringen. Toll, jetzt kann ich hier nicht mal hochgehen. Aber ich kann hier bestimmt reisen, ne? Ja. Ah, gut, schade. Sei's drum. Werden die uns weiterhin verfolgen, aber wir haben die wichtigsten Menschen von denen umgebracht. Von daher, was soll's. Dann würde ich mal sagen, ab Richtung Heimat. Und zwar, Heimat ist hier. Der Heimat. So, Ferdi ist weg. Scheiße, das spawnt hier bestimmt gleich neu, ne? Oh, Ferdi ist weg. Aber gut, hoffentlich kriegen wir die Belohnung. Ich weiß ja schon, was wir mit der Belohnung machen. Ah, endlich. Ich habe eure Rückkehr schon sehnsüchtig erwartet. Gaius Maro ist tot. Ja, ich weiß. Und Astrid weiß es auch. Das habt ihr gut gemacht. Und ihr habt euch sowohl eure Belohnung als auch euren Bonus verdient, wie ich vielleicht schon erwähnt habe. Aber ihr solltet wissen, dass wir uns um eine dringendere Angelegenheit kümmern müssen. Es geht um Cicero. Es hat da einen Vorfall gegeben. Geht bitte zur Zuflucht. Astrid soll es euch erklären. Okay. Was hat der Spinner jetzt gemacht? Versucht euch zu entspannen, Vesara. Lasst das Elixier wirken. Bald werdet ihr euch wieder besser fühlen. Oh, danke sehr. Ihr seid zu gütig. Der Schnitt des Narren fühlt sich leider so schlimm an, wie er aussieht. Verdammt! Das hätte niemals passieren dürfen. Wir wussten es besser und waren trotzdem nicht Herr über unsere Gefühle. Ach! Zugegeben, selbst mir fällt es schwer, euch dazu widersprechen. Maro ist tot, ich weiß. Aber wir haben gerade noch größere Probleme. Gabriela hat über Cicero etwas gesagt. Dieser Dummkopf ist völlig durchgedreht. Er hat Vesara verletzt, versucht mich zu töten und ist dann geflohen. Ich wusste, dass man diesem Wahnsinnigen nicht trauen kann. Es ist leider wahr. Cicero war wie ein kleiner Wirbelwind. Hier ein Hieb, da ein Stich. Es wäre ganz lustig gewesen, hätte er nicht versucht, uns alle umzubringen. Vergesst sein Geifern und Toben nicht, als er die Mutter der Nacht als wahre Anführerin der dunklen Bruderschaft erklärte und Astrid als heuchlerische Thronräuberin bezeichnete. Hört zu, wir müssen uns um diese Situation kümmern. Ihr müsst euch um diese Situation kümmern. Was soll ich tun? Ich möchte, dass ihr diesen erbärmlichen kleinen Verrückten findet und ihn kaltstellt. Findet zuerst meinen Mann. Sorgt dafür, dass ihm nichts passiert. Nach dem Angriff ist Arnbjorn sehr wütend geworden. Als Cicero ging, ist Arnbjorn ihm gefolgt. Sie sind beide in der Wildnis verschwunden. Durchsucht Ciceros Zimmer. Vielleicht finden sich dort einige Hinweise zu seinem Verbleib. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr etwas findet. Ich muss nach Vesara sehen und alle beruhigen. Okay. Idioten besiegt. Der Idiot, ne? Was redet ihr da, Vesara? Ihr wart sehr tapfer. Ohne euch könnte Astrid jetzt sehr wohl tot sein. Sie hat recht. Ich werde auf ewig in eurer Schuld stehen, liebster Bruder. Nun seid still. Ruht euch einfach aus. Na gut, der verrückte Cicero. Ja, ja. So. Da wären wir bei ihm. Er mag anscheinend Eisenschreitkolben, umgeworfene Bänke und ganz viel Dreck in seinem Zimmer. So wie ich. Wir sind uns ziemlich nahe. Ciceros Tagebuch, letzter Band.
30. Sonnenuntergang, 4. Ära 200. Ich habe die Briefe geschrieben. Ganz höflich, ganz offiziell. An Astrid in Himmelsrand. Ihre Zuflucht gibt es immer noch. Sie ist immer noch aktiv. Aber wie? Kein Zuhörer bedeutet kein schwarzes Sakrament. Kein schwarzes Sakrament bedeutet keine Aufträge. Ihre Familie kann den alten Wegen abschwören und immer noch überleben, immer noch töten. Aber gehört diese Familie immer noch zur Bruderschaft? Oder zu etwas anderem? Etwas Neuem? Etwas anderem? Etwas Falschem? Etwas Falschem. Sei es drum. Wir müssen gehen. Morgen setzen wir die Segel, schwimmen auf einem Boot durch den Graben namens Meer. Sie und ich hin und her. 22. Abendstern, 4. Ära, 200. Krank, krank, krank. Krank vom Schaukeln und Schunkeln. Schlingen auf dem grauen, grauen Wellen. Ich habe über Himmelsrand gelesen. Über die guten Zeiten, die alten Wege. Früher gab es dort eine andere Zuflucht. Die Dämmerstern-Zuflucht. Gut, alt und stark. Von Zitif gesegnet. Cicero wird dorthin gehen. Es braucht Astrid nicht. Die Mutter und ich werden uns niederlassen und sie wird zu mir sprechen. Endlich, und zusammen werden wir die alten Wege erneut aufbauen. 23. Abendstern, 4. Ära 200. Die Lösung ist mein. Ich habe sie in meinem Brief gefunden, älter als die Zuflucht selbst. Die schwarze Tür wird fragen, was ist die größte Illusion des Lebens? Ich muss darauf antworten, Unschuld, mein Bruder. Endlich ein Raum, ein Ort, den ich mein eigen nennen kann. Eine Zuflucht, der Spaßvögel für den Narren der Herzen. 4. Erste Saat, 4. Ära, 201. Die Zuflucht ist mein Zuhause, so wie ich es zu hoffen gewagt hatte. Kühl und dunkel und wunderbar. Meine Zuflucht ist meine Zuflucht vor allem. Ich kenne jede Ecke, jede Halle, jeden dunklen Winkel und jede Nische. Meine Zuflucht. Die Wächter kennen mich, erkennen mich als Bewahrer an. Sie lassen den armen Cicero in Ruhe. Die große hässliche Bestie, das ist eine andere Geschichte. Sie würde mich fressen, wenn sie könnte. Aber um mich zu fragen, zu zermalmen, müsste sie mich erst mal finden. Und Cicero wird dafür sorgen, dass das nicht passiert. Denn ich habe meine Zuflucht. Zuflucht vor allem. 13. Erste Saat, 4. Ära, 201. Die Zuflucht bedeutet Sicherheit und Rettung. Aber sie ist still. So still. Ich gebe den unheiligen Oberen meine Liebe. Ich gebe mein Lachen freimütig. Aber ich höre sie nicht. Die Stille ist zurückgekehrt. Jetzt, da ich lachen bin und nicht länger lachen höre, nehme ich wieder die Stille wahr. Die Stille, die Leere. Sie reicht über Zeit und Raum hinweg. Ihre Stille ist ohrenbetäubend aufs Neue. Erster Regenhand, 4. Ära, 201. Mutter und Bewahrer müssen gehen. Ich bin nicht der Zuhörer und werde es nie sein. Aber ich bin der Bewahrer. Ich muss dem Willen meiner Mutter vor meinem eigenen gehorchen. Ich muss den Zuhörer für sie finden. Ich muss Astrid die Fehler ihrer Wege und die Schönheit und die Notwendigkeit der alten Wege lehren. Ich habe den Brief an Astrid abgeschickt. Wir brechen bald auf, aber Cicero wird die Zuflucht als die seine behalten. Ein Ort, um zu rasten und Pläne zu ranken. Denn ich nehme die Klingen wieder in die Pranken. Freudige Seelen zu ihm ich schicke, wenn das Lachen mich wieder beglücke. Okay, lieber kranker Cicero. Das heißt, er ist tatsächlich als allererstes in eine andere Zuflucht gegangen, bevor er hierher gekommen ist. Und von da aus haben wir ihn auf dem Weg getroffen. Ah, jetzt macht alles Sinn. Jetzt wird ein Schuh draus, Freunde. Jetzt wird ein Schuh draus. Habt ihr etwas gefunden? Ja, Ciceros Tagebuch. Gut, gut. Steht dort auch, wohin er gegangen sein könnte? Ja, eine verlassene Zuflucht in Dämmerstern. Ich kenne die Lösung. Die Dämmerstern-Zuflucht? Warum nur? Macht nichts. Es spielt keine Rolle. Ihr müsst gehen. Jetzt. Jeder Augenblick zählt, also nehmt bitte meinen Hengst. Sein Name ist Schattenmähne. Ihr findet ihn draußen am Teich. Er ist einer von uns, um es einmal so auszudrücken. Findet Ambion.
Sorgt dafür, dass meinem Mann nichts passiert. Und dann schickt ihr die verdorbene kleine Seele dieses Verrückten in die Leere. In so vielen kleinen Stücken wie möglich. Ich glaube, er hat dich angesteckt mit seiner Verrücktheit. Was wissen wir über die Dämmersternzuflucht? Nun, sie ist sehr alt. Anscheinend war sie die erste Zuflucht ihrer Art in Himmelsrand. Sie wird von der Bruderschaft seit nahezu 100 Jahren nicht mehr benutzt. Wenn ihr sagt, Cicero sei dorthin gegangen, können wir annehmen, dass er diesen Ort kennt. Das bedeutet, dass ihr in vertrauter Umgebung gegen ihn kämpfen müsst. Seid vorsichtig. Gibt es keine Möglichkeit, die Sache zu lösen? Die dunkle Bruderschaft gehört zur Familie. Die Zuflucht gehört zur Familie. Und wir haben schon immer all jene willkommen geheißen, die die Gesellschaft verstoßen hat. Werwölfe, Zauberer, unsterbliche, zehnjährige Vampire. Welche Rolle spielt das schon? Ehrlich gesagt bin ich nur selten einem Wahnsinnigen begegnet, den ich nicht mochte. Ciceros Problem ist nicht sein Wahnsinn. Es ist sein Festhalten an alten, überholten Lebensweisen. Die Wege der Mutter der Nacht sind einfach nicht unsere Wege. Er konnte das einfach nicht akzeptieren. Und nun zahlt er den Preis dafür. Hat etwas Cicero verärgert? Nein, zumindest nicht, dass ich wüsste. Nun, wenn ich ehrlich sein soll, war ich in letzter Zeit nicht besonders diskret, was meine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation angeht. Der Gehorsam gegenüber der Mutter der Nacht, dass ihr der Zuhörer sein sollt, das ist lächerlich. Nichts für ungut. Cicero hat möglicherweise gehört, wie ich mit einem der anderen über die Mutter der Nacht sprach. Es ist möglich, dass ich dabei etwas respektlos war. Aber gleich so weit zu gehen? Zu versuchen, das Oberhaupt der Zuflucht zu ermorden? Das wird Cicero mit seinem Leben büßen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nun schön und gut. Verdammter Hofnarr. Da werden wir ihn erledigen. Aber das werden wir höchstwahrscheinlich erst morgen tun, Freunde. Wir sehen uns auf diesem Wege dann morgen um 14 Uhr wieder. Schaltet wieder ein, ich würde mich freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.